3 Tore gegen Gegner, der vor diesem Spiel 18 Gegentore nur bekommen hat in der ganzen Saison. Jetzt mal ganz ehrlich, wie sehr muss man sich da kneifen, wenn man hier 3 Dinger macht und dann die 3 Punkte holt? Ja, ich glaube, nach unseren letzten Auswärtsspielen hat es keiner so ein bisschen von uns erwartet, dass wir heute so ein Ding abliefern. Aber ich sage, es war mehr als verdient. Wir haben Regensburg vor sehr viele Probleme gestellt und wir hätten auch noch mehr Tore machen können, sage ich. Und ja, wie gesagt, einfach verdient und ein geiles Auswärtsspiel. 2500 Kilometer diese Woche. Ich hatte aber nicht so richtig den Anschein, dass man das auf dem Platz gesehen hat. Habt ihr das gar nicht gemerkt? Ja, wir haben uns auch nochmal sehr viel so ein bisschen zusammengesetzt und haben gesagt, Männer, wir müssen einfach mal jetzt so ein Ding ziehen. Wir müssen einfach jetzt auch mal ein Auswärtsspiel richtig runterspielen, dass wir da einfach seriös auftreten, Fehler abstellen. Und das haben wir heute gemacht. Einfach ein Riesenlob an die Mannschaft. Und ja, wir können sehr zufrieden sein. 2500 Kilometer, aber nicht nur für euch, sondern auch für die Fans. Welche Rolle hat heute der Support wieder gespielt? Ja, die Fans sind wahnsinnig. Also in 1860 München waren ja auch schon wieder übermäßig viele da. Also da kommen bei anderen Vereinen, glaube ich, nicht so viele mit wie bei uns bei dieser Strecke. Jetzt heute wieder so eine Riesenreise und die Fans sind da und die pushen uns. Ich nehme das auch wahr im Spiel, muss ich sagen. Ich höre immer wieder unsere Fangesänge und das macht einfach Spaß. Ich glaube, das hat jeder Spaß dran, bei uns in der Mannschaft für diesen Verein zu spielen mit der Stimmung und dann nach dem Spiel in der Kurve zu feiern. Nach dem Spiel in der Kurve feiern auch so ein bisschen, weil du heute eine Hütte gemacht hast und eine ziemlich wichtige, zu einem richtig psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Beschreib mal so die Szene. Ja, erst einmal möchte ich noch auf die Szene in der ersten Halbzeit zurückkommen, weil da ärgere ich mich extrem, auch in der Halbzeit, dass ich den nicht gemacht habe. Deswegen bin ich umso glücklicher, in der zweiten Halbzeit dann doch noch ein Tor zu machen. Marvin spielt den super rein. Ich habe erst gedacht, der Verteidiger kommt noch ran. Kam er halt nicht, dann will ich ihn mitnehmen, dann landet der Ball so ein bisschen unter mir und es war brutal schwer, den irgendwie noch aufs Tor zu kriegen, aber ich habe es dann irgendwie mit der Picke noch geschafft, am Torwart vorbeizuschieben und dann ja, ein 2-0, wie du sagst, richtig guter Zeitpunkt und es war mega wichtig. Wir denken von Spiel zu Spiel und das nächste Spiel ist Ulm. Die sind jetzt gerade Tabellendritter und wir wollen die da wegschubsen, oder? Auf jeden Fall. Also wir wollen weiter unsere Punkte sammeln, egal gegen wen. Jetzt haben wir es heute gegen Tabellenführer geschafft und Ulm gehen wir es genauso an. Sadie, danke dir. Gerne.